T-Shirt richten. T-Shirt richten. Ja, dass wir ordentlich aussehen für unsere Fans. Das ist ganz wichtig, dass wir hier ordentlich aussehen, ne? Also in diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, liebe Whisky-Freunde, liebe Metal-Malt-Heads und Rock-begeisterte, Musik-begeisterte, Whisky-begeisterte, alle sind hier herzlich willkommen. Ja, heute haben wir es umgekehrt gemacht. Heute haben wir es umgekehrt gemacht. Das ist, glaube ich, allen inzwischen aufgefallen. Ich habe heute das Band-Shirt an, hat eine Story, werden wir gleich erzählen. Wir haben einen tollen Whisky mitgebracht. Ton in Ton mit dem T-Shirt. Genau. Guck mal, fast voll. Ja, stimmt. Harmonisch. Farbharmonisch angepasst. Ja. Also, die Band, ganz kurz. Ashbury ist eine US-amerikanische Band aus der Stadt Las Vegas, dem Zockerparadies. Ja. Und gegründet wurde sie, glaube ich, 1977. Und die haben 1981 dieses Album rausgebracht. Ich versuche es mal so hinzuhalten, dass man keine Lichtreflexion drauf hat. Endless Skies heißt das Ding. Oh. Als es rauskam, fand es, glaube ich, keine große Beachtung, verschwand irgendwie in der Versenkung mit der ganzen Band. Von der Band hat man über Jahrzehnte hinweg dann nichts mehr gehört. Und irgendwann, ich glaube, vor ein paar Jahren, hat sich wieder jemand dran erinnert und hat die Jungs, die es immer noch gibt, ich glaube, die meisten leben auch noch, wieder auf die Bühne gebracht und sie haben wieder Alben aufgenommen und dieses Album hat seinen wohlverdienten Ehrenplatz inzwischen also in der Musikgeschichte bekommen. Ja. Endless Skies ist ein unfassbar schönes Album. Es ist kein Metal. Nein, es ist Alternative Rock. Es ist Alternative Rock, genau. Also ich sag mal, ich krieg da spontan Assoziationen von Jethro Tull und älteren Rockbands, auch frühen Deep Purple Sachen. Und es ist ein bisschen Folk-Einfluss drin. Tolle Instrumentalisten, der Gesang ist großartig. Dieses Album. Freut mich, dass es dir gefällt. Ist eine Empfehlung von dir natürlich gewesen. Ja, ich kannte diese Band überhaupt nicht. Und seitdem ist das aus meinem Plattenschrank nicht mehr wegzudenken. Ich glaube auch, die keine Metalheads sind unter euch, werden das lieben. Ja. Also die haben ganz viele junge, neue Fans auch gefunden. Ja, absolut. Die diese alten Herren liebend gerne sehen. Und ich finde es großartig. Ich muss gestehen, das wärmt mir das Herz, wenn ich solche Geschichten höre. Ja, super. Wir hatten ja kürzlich schon mal über Anvil berichtet, den es ja auch so ergangen ist. Ja. Ne? Die machen aber Metal, die ja nicht. Ja genau, die machen kein aber Metal. Aber ich habe Bock, die CD reinzumachen und euch das abzuspielen. Allen, denen es bisher ein bisschen vielleicht zu hart war, was wir hier vorgestellt haben, die sollten unbedingt hier mal reinhören. Ja, das ist super. Das ist großartig. Ich meine, ich höre ja nicht nur Metal, ne? Ich mag ja auch Blues und sogar klassische Musik. Ja. Vielleicht fange ich mal, gibt es ein T-Shirt von klassischer Band? Beethoven, Mozart? Beethoven-T-Shirts gibt es bestimmt. Ja. Mozart, genau, Tchaikovsky und so weiter. Oh, ich weiß auch welches Lied wir nachher abspielen. Also da verlinken. Von Ashbury. Es gibt ein Lied, was ich absolut liebe. Ja, genau. Ja, und apropos große Liebe, wir haben euch heute einen Whisky mitgebracht, den wir beide sehr, sehr lieben. Haben wir letzte Woche versprochen und ich war mir sicher, dass der eine oder andere ihn kennt. Ja, du hast behauptet, man kennt ihn. Ich weiß es nicht genau, weil es ist wiederum ein Mystery Malt. Also es ist wieder eine Destillerie, die wir nicht kennen, von der wir nicht wissen, wo sie liegt, wie sie heißt und so weiter. Die Rede ist von Pete's Beast. Und zwar in der... Was ist es? Die Pedro Jimenez Sherry Finish Fassung. Mhm. Und ich habe den damals, wie es so oft ist, wenn ich eine Whisky-Bestellung aufgebe, dann weiß ich immer ziemlich genau, was ich haben möchte. Und manchmal passiert es mir dann, dass ich unterhalb der Schwelle bin, bei der man noch Portokosten zahlen muss. Ja, und ich bin ja so ein Geizkragen. Ich sage immer, ich bin Wahlschwabe. Und dann suche ich nach irgendeinem Whisky, wo ich sage, komm, den nehme ich noch mit dazu, damit ich keine Portokosten zahlen muss. Ich glaube, das machen viele von euch genauso. Und bin bei dem hier gelandet. So, ohne große Erwartungen, aufgemacht, eingeschenkt. Ich fand ja die Zeichnung auch irgendwie cool. Ich weiß nicht, ich meine, ich zeichne ja auch. Ja. Ich mache ja auch eher morbide Kunst, sage ich jetzt mal. Und das hat mich voll an Bilder erinnert, die ich selbst auch so... Ja, was sehen wir denn da eigentlich? Ich weiß es nicht mal. Das ist irgendein Viech, das das Maul aufreißt und irgendeinen unangenehmen Atem ausstößt. Yes. Hier, da kommt so Qualm aus dem Mund raus. Genau, das ist also das Biest. Das besteht hier auch aus lauter Fässern. Genau. Ich finde das ein lustiges Artwork übrigens. Ja. Hat ganz, ganz kleine Beine. Da unten sieht man sie noch. Also die Zeichnung ist wirklich kurios.
Ja. Hat auch einen Schwanz wie ein Skorpion, also das Ding sticht. Ne? Ja, und wir haben den Whisky aufgemacht, ohne große Erwartungen, haben dann geschnuppert, haben den probiert und ich wir waren die Flasche schon, von den Socken. Ich habe die Flasche schon häufig gesehen, aber ich habe sie halt einfach, keine Ahnung, nie probiert. Ich habe gedacht, bietet Rauch, ich habe so viel schon rauchige Whiskys probiert. Kann das wirklich toppen, aber jetzt haben wir die Flasche gekauft und... Genau. Ja. Ich meine mich zu erinnern, er hätte bei mir, ich glaube, ich habe ihn für 35 Euro gekriegt. Mhm. Es gibt ihn auch so um die 40 herum. Er hat eine sehr, sehr kräftige Trinkstärke. 54,1. Das nennt sich Batch Strength. Mhm. Was damit zu tun hat, dass der Abfüller dieses Whiskys die Flaschen immer nur limitiert rausbringt. Das heißt, es gibt ein Batch, das besteht dann meistens aus mehreren Fässern. Die werden dann auf Flaschen gefüllt und abverkauft. Und dann ist dieses Batch zu Ende. Und dann kommt wieder ein neues Batch. Das heißt, der ist limitiert. Wir wissen nicht, auf wie viele Flaschen. Ich weiß auch nicht. Kann gut sein, dass es ihn auch in dieser Fassung momentan dann nicht gibt. Dass er vielleicht ausverkauft ist. Aber ich könnte darauf wetten, der hat so viele Freunde, dass der wieder irgendwie neu aufgelegt wird. Wir wissen nicht mal, was das für eine Destillerie ist, wo sie liegt. Also ob das jetzt eine Eiler-Destillerie ist. Weil wir haben es hier mit einem kräftig rauchigen Whisky zu tun. Ja, der, ich denke schon. Der zumindest, ja, doch, hier steht es, gefinished wurde in Pedro Ximénez. Mhm. Das heißt, er hat vorher, ist er in anderen Fässern gereift und hat einen Finish in PX Sherry gekriegt. Limited Edition, da steht es auch nochmal. Der wird nicht dauerhaft verfügbar sein. Aber es lohnt sich, das Teil vorzustellen, finde ich. Mhm. Irgendwo habe ich auch mal was gelesen darüber, wie diese Firma heißt, die den rausbringt. Ich finde sie hier nicht. Keine Ahnung. Nee. Habe ich vergessen. Ich jetzt auch gerade nicht. Man sehe es mir nach. Ich habe das gerade vergessen, wie das heißt. Aber es handelt sich immerhin um einen Single Malt. Das heißt, er kommt aus einer einzigen Destillerie. Mhm. Es ist kein Blended Malt oder Blended Whisky, sondern wirklich ein Single Malt. Mhm. 35 Euro, 54 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht gefiltert. Nicht das gefärbt, auch nicht? Nicht gefärbt. Ah. Das ist Naturfarbe. Das ist eine Ansage. Oh. Und super günstig. Und vor allem, was wir ja inzwischen sehr lieben, ist die Kombination aus Sherry und Rauch. Ich meine, für mich war es ganz am Anfang, ich bin ja ein rauchiger Whisky-Liebhaber und das Sherry kam irgendwann dazu. Und für mich sind das so zwei Geschmäcker, die sind völlig unterschiedlich. Und am Anfang habe ich gedacht, kann das überhaupt zusammenpassen? Kann das gut gehen? Uff, ja. Es kann. Es kann. Es kann. Ja. Wir hatten euch schon mal den Laphroaig 10 Jahre Sherry Cask Finish vorgestellt, den wir auch über alles lieben. Der hatte 48%. Wie hieß der andere? Ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Bis jetzt noch nicht. Kerdias. Kerdias, ja. Der war auch so eine Wucht, absolut. Ja, der war in Rotwein, glaube ich, und Port, soweit ich mich recht entsinne. Ja. Und Rauch und überhaupt. Und Rauch und so. Diese Kombination aus süßlichen Aromen der Fässer, fruchtigen, süßlichen Aromen plus Rauch, ist einfach granatenmäßig gut. Ja, also ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber und, es ist wirklich... Dementsprechend, deswegen habe ich den auch bestellt, weil ich dachte, ach ja, lass mal testen. Lass mal testen und er ist, ihr seht's, ne, hier, der Pegel ist doch kräftig runtergegangen. Also wir haben sie nicht gestern aufgemacht. Nein, das nicht, aber wir hatten so viele Whiskys in der Pipeline inzwischen, dass ich schon Sorge hatte, ob da überhaupt noch genug drin ist, dass wir den hier vor laufender Kamera noch verkosten können. Ja. Ja, riechen wir mal dran, oder? Also, ganz ehrlich, was hast du gesagt, dass der gekostet hat? Also, ich habe nochmal nachgeguckt eben. Ich habe ihn für 35 Euro gekriegt. Gut, er trägt keine Altersangabe. Ja. Ein NAS-Whisky. Aber ganz ehrlich, natürlich ist es schön, wenn man es weiß halt. Aber manchmal ist halt einfach, wenn der Whisky nicht so teuer ist und er schmeckt fantastisch und mein Gott, er hat 54,1. Ja, und es lohnt sich. Er ist wie Ashbury. Er ist reichhaltig, komplex, macht unfassbar Spaß, schon in der Nase dran zu riechen. Super. Ja. Super, der bringt so viel mit. Das glaubt man gar nicht, ne? Ach. Aber vor allen Dingen in Zeiten wie diesen, in denen es ja immer seltener wird, gute Sherry-fassgereifte Whiskys zu bekommen. Ja, das stimmt. Tja. Das ist ein bisschen aus dem Trend, oder? Ja. Keine Ahnung, wie die Preise machen. Frag mich nicht. Also, das ist... Boah, wie riecht er für dich?
erdig, holzig, warm und mit jede Menge dunklen Früchten. Ja. 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 So Trockenfrüchte. Das riecht fantastisch. Ja. Also Sultaninen, getrocknete Zwetschgen und ja, was ist da noch dabei? Oh. Tolle Gewürze. Ja. Ich finde, er hat auch eine schöne Würze, ja, aus dem Fass. Mein Gott, wenn man uns hier reden hört, denkt man, wir reden hier über einen 100-Euro-Whisky, ne? Und ich kann immer nur wieder betonen, der hat 35 Euro gekostet. Ja. Dass man sowas, so eine Qualität für dieses Geld überhaupt kriegt, deswegen absolute Empfehlung unsererseits von, jetzt erstmal geruchstechnisch. Oh. Und jetzt probieren wir mal, was der so im Geschmack kann. Slanche. Oh, der ist gut. Wow, Mann. Ja, man will mehr. Mann, ich hab mehr. man will mehr. Ja. Also, es gibt einen Grund, warum noch so viel drin ist. Der hat richtig Sherryfass gesehen. Ja. Und zwar nicht gerade kurz. Ja. Also nicht mal so ganz kurz drin und schnell wieder raus, sondern der hat richtig Aromen mitbekommen. Weil er ist auch gar nicht gefärbt, gell? Die Farbe kommt, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ja. Da. Oh, ah, nee, Moment. Du hast ein Bewertungszettel. Oje. Ja, okay, wir wollen es nicht verheimlichen. Ihr wisst, wir machen ab und zu mehrere Videos zeitgleich und das war jetzt die letzte Bewertung. Ja. So. Noch ein bisschen höher. Jawohl, da ist er. Da ist er. Genau. Super schöne Farbe. Ja. Ne? Toll Farbe. Ich halte es auch nochmal hier rein. So. Ein kleiner Fell von mir in der falschen Zeit. Ach ja, was soll's denn? Das macht uns menschlich, oder? Hobby? Ja, eben, die kleinen Fehler machen es doch. Die machen den Spaß aus. Ja. Nein, unfassbar schön. Geschmacklich, vom Geruch her. Ach, ja. Mm. Schmeckst du eher den Rauch raus oder eher den Sherry? Komischerweise. Mehr Sherry. Habe ich fast mehr Sherry ich als auch. Rauch? Ich auch. Ja. In der Nase der Sherry kommt der Rauch noch mehr als auf der Zunge. Der Sherry dominiert. Mm, er ist gut. Und ich liebe Pedro Ximénez. Ich hatte das schon mal erwähnt an dieser Stelle. Oloroso ist gut, ist nett. Aber Pedro Ximénez ist so mein absolutes Beuteschema. Mhm. Weil das die etwas süßlicheren Sherrys sind. Mhm. Fruchtiger, süßlicher. Oloroso ist eher trocken, Pedro Ximénez fruchtig. Ich meine, ich bin ja eher nicht so auf die süßliche Fraktion, aber den finde ich super. Interessanterweise jetzt durch das Verdünnen kommen ein bisschen die säuerlichen Noten stärker. Ja, die Süße ist ein bisschen weg, gell? Ja. Ja, stimmt. Also macht man das Experiment. Bei so einer Trinkstärke kann man ja locker mal ein bisschen verdünnen. Da kann man mal rumexperimentieren, was einem da am besten gefällt. Oh, das ist gut. Tatsächlich. Total ausgewogen. Oh, super. Rauch und Sherry. Ja. Ja, ich finde schon mehr Sherry als Rauch. Mhm. Aber obwohl ich voll Rauchliebhaber bin, der Rauch kommt nicht zu kurz. Man hat ihn auch. Spannend. Jetzt durchs Verdünnen merke ich eine leichte pfeffrige Schärfe auf der Zunge. Ja, muss ich das auch machen? Leichter Chili-Catch oder du probierst mal einfach aus meinem Glas. Ich finde, der hat einen leichten Chili-Catch. Oh ja, stimmt. Aber interessant, weil er ist komplex. Mhm. Mhm. Er ist jung, ja. Mhm. Steht ja auch kein Alter drauf. Ist ein junger, aber nicht eindimensional. Ich finde ihn jetzt unverdünnt besser, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ja. Also es gibt welche, die... Also Geschmackssache alles. Ne? Es gibt welche, die verlieren nicht. Der verliert auch nicht, aber er wird ganz anders. Der hat die erdigeren Noten. Ja, ich mag das. Und der hat die säuerlicheren Noten. Ja. Stimmt. Ich mag beides, also so ist es nicht. Ja. Ist schon ein guter Whisky. Ha, ist ein toller Whisky. Ja. Und für den Preis, ich meine, ist das der Preis, also hast du ihn günstiger gekriegt oder war der? Ich glaube, er war im Angebot. Okay. Ich glaube, so der normale Preis liegt so um die 40 Euro. Ja, aber ganz ehrlich, 40 dafür Euro. Ja. Ist er absolut zu empfehlen. Das ist so ein Whisky, den man auch. Ja. Würde ich auch kaufen, wenn der 50 wäre. Ferociously full-bodied, also furchterregend, mächtig und. Ja. Zeig mal. Der ist. Dieses Monsterchen hier. Dieses Monsterchen ist so bizarr. Guckt euch mal diese kleinen Beinchen da unten an.
Witzig. Ach Gott, das stimmt. Ein Riesenmaul. Es erinnert mich echt ganz arg an die Bilder, die ich mal. Ein Stachel hinten raus wie ein Skorpion und das Ding hat Fässer im Fell und atmet, irgendwie hat es Mundgeruch. Ne? Ich hätte jetzt gerade Bock, mal ein Cover-Dings, also so ein Bild zu malen für so eine Schachtel, ja, eine Pappschachtel für Whisky. Vielleicht kann ich mich da irgendwo anmelden, aber irgendwie, obwohl die ganz viele Whisky mich ja irgendwie an Dings erinnern, sag mir so an Weihnachtsbaumdekoration, weiß ich oder irgendwas, aber irgendwie ist es trotzdem cool. Ja, aber mach doch mal einen Entwurf und schick den. Wir werden den Abfüller nochmal rausfinden, nochmal recherchieren. Und dann kannst du dem mal einen Entwurf schicken für eine der nächsten Flaschen vielleicht. Ja, wer weiß. Das wäre ja echt was. Wer weiß. Aber der Whisky, der schneidet bei mir gut ab. Ja, bei mir auch. So viel kann ich schon mal verraten. Letzte Woche hatten wir den Port Escaique. Der war auch gut. Du hast ihn sehr hoch bewertet. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, bei 84 bewertet und so weiter. Ich bei 94, glaube ich. Ja. Diesmal gehe ich hoch ran. Hier kriegt von mir eine 91. Ich auch. Ach was. Super. Okay. Also ich finde ihn, find ihn super, aber ich finde den Escaique noch krasser. Okay. Aber der ist, also für den Preis, was kann man da falsch machen? Ja. Kauf die beide. Kauf die beide. Escaique und das. Wenn es den überhaupt noch gibt, gibt es den? Doch, ich glaube schon, dass es den noch gibt. Ich glaube, beide zusammen sind ungefähr der Preis von einem Artback Corrie Reckon. Ja, nicht ganz, aber... wobei... Ungefähr, doch. Je nachdem, ob man ihn mal günstiger kriegt oder so. Also es lohnt sich, also ist echt gut. Ja, sind beides tolle Whiskys. Mystery Malts, wie gesagt, man kennt die Destillerie nicht. Wir wissen noch nicht mal, ob der von Islay kommt. Ist das für euch ein Ausschlusskriterium, wenn ihr nicht wisst, woher er kommt? Oh ja, stimmt, das ist eine interessante Frage. Ja. Für mich war es das lange Zeit. Ich habe lange Zeit gedacht, nee, ich will wissen, woher der kommt, um mir mal so eine Geschmackslandkarte im Kopf zu machen. Ja. Wenn man das nicht weiß, er könnte ja auch aus der Speyside kommen. Es könnte ein Benriach sein, möglicherweise. Keine Ahnung. Die haben ja auch rauchige gemacht, ne? Aber inzwischen bin ich da ein bisschen lockerer, ein bisschen offener. Ich finde, ganz ehrlich, ich habe gerne Infos, ne? Ja. Aber wenn er schmeckt, dann ist mir das auch egal, mal. Kann ich einfach auch mal so stehen lassen. So ich meine, es ist jetzt kein 100-Euro-Whisky, wo man überlegt, also mache ich es nicht, aber der lohnt sich. Ja. Der hat übrigens auch eine tolle Lakritze drin, stelle ich gerade fest. Ich liebe es. Ganz ehrlich, wie gesagt, das letzte Mal schon, ich hasse Lakritze zum Essen, aber in Whisky gibt es so irgendwie einen Geschmack, der einfach toll ist. Ja. So intensiv. Gut damit harmoniert. Ja. In diesem Sinne bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Lasst uns ein Like da, vielleicht abonniert ihr unseren Kanal oder einen Kommentar drunter. Wir freuen uns über alles. Ja. Ne? Unterstützt damit ein bisschen unsere Arbeit und dann hoffen wir, dass ihr nächste Woche wieder mit an Bord seid. Ja. Wir würden uns sehr freuen. Macht's gut, tschüss. Tschüss.